Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch einen nautischen Gruß von Aida Blue, dann was ganz Tolles zum Muttertag von Dodo und zuletzt Game Show. Natürlich sind zurzeit nicht so viele Kollegen an Bord der Schiffe, aber die nautische Besatzung ist noch da. Und da hat uns Kapitän Schade ein wunderschönes Video geschickt, weil euch das letzte Jahr so gut gefallen hat, wo wir was ins Meer gemalt haben, denke ich, das gefällt euch besonders gut. Viel Spaß! Ursprünglich war die Intention, dass wir uns mit gestoppter Maschine südlich von Kreta hinlegen und uns vom Wind treiben lassen, das sogenannte Driften. Das hat aber leider nicht hingehauen, weil der Seegang doch ein wenig höher ist. Aber nur unter einer Maschine hin und her fahren, das macht natürlich auch keinen Sinn. Und deswegen die Manöver. Und da habe ich mir dann überlegt, weil ja von der Corporation dieser Schriftzug We Will Be Back auch ausgegeben wurde, dass wir dann eben diesen Schriftzug We Will Be Back umsetzen. Wir haben heute Morgen um 4 angefangen, das Manöver zu fahren. Da war ich auf der Brücke und habe geguckt, wie die Kollegen sich so anstellen. Das ist natürlich auch eine neue Erfahrung, dann solche Manöver kurz hintereinander abzufahren, auch mit der Geschwindigkeit. Die normalen Buchstaben werden im Track-Mode gefahren, das heißt im Computer, das heißt das Schiff fährt quasi von alleine diese Buchstaben ab und die Wachoffiziere sind dann in dem Moment dazu da, diese Manöver oder dieses Abfahren nach Computer zu überprüfen und natürlich auch zu kontrollieren, dass das mit der Verkehrssituation passt. Am Ende der Manöver oder der Buchstaben mussten wir absetzen und haben dann diese Scharnow und Williamson Turns gefahren und die wurden dann im Handbetrieb gefahren, das heißt wir haben auf Handsteuerung umgeschaltet und da hat dann der Wachoffizier die Ruderkommandos gegeben und der Rudergänger hat dann die Rudermanöver ausgeführt, sodass wir dann halt kontrolliert wieder auf die Kurslinien zurückgekommen sind. Ja, wie das Leben so spielt und wie ich ja vorhin auch gesagt habe, müssen wir auch auf die Verkehrsregeln achten und somit hat uns gerade mal ein kleiner Marinetransporter fast einen Strich durch die Rechnung gemacht, das heißt wir mussten einen Buchstaben auslassen, das heißt wir sind jetzt an dem E quasi vorbeigefahren und haben nur die Grundlinie gefahren und wenn wir das B fertig haben, dann fahren wir einfach nochmal wieder zurück, um das E dann nachzuholen. Also We Will Be Back wird komplett geschrieben werden. Let me take you there. Ooh. Let me take you there. Ooh. Ja, Fazit des Manövers: hat alles super geklappt, alles gut gelaufen und ich denke, die Kollegen haben auch sehr viel mitgenommen, was die Manövrierfähigkeit des Schiffes angeht, was die Notmanöver angeht. Und ich bin sehr zufrieden und we will be back. Let me take you. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Gruß, nämlich von Dodo. Dodo hat mal wieder einen Brief geschrieben zum Muttertag und er hat eine großartige Idee. Ich lese ihn euch mal vor. Hallo liebe Aida-Kinder, es war ja eine komische Zeit bis jetzt. Und weil wir alle so viel zu tun hatten mit Schularbeiten zu Hause erledigen und Familie, haben vielleicht einige vergessen, dass heute Muttertag ist. Deshalb hat Dodo eine besonders gute Idee für eine Überraschung, die jetzt jeder noch zu Hause basteln kann. Wir brauchen dafür ein Glas, eine Schleife, ein Stück Stoff, Papier, Stifte, Schere, Klebeband und wenn ihr habt, vielleicht ein bisschen Schokolade oder Süßigkeiten und Glitzer und Sticker zum Verzieren. Ihr schneidet ein längliches Stück Papier aus, sodass es rund um das ganze Glas passt.
Darauf schreibt ihr mit euren Buntstiften Mamas Wunschglas. Das könnt ihr natürlich gerne so bunt anmalen, wie ihr wollt und mit viel Glitzer oder Stickern verzieren. Dann klebt ihr den tollen Banner um das Glas herum und macht die Schleife drauf. In das Glas legt ihr ein Stück Stoff. Dann schneidet ihr kleine Zettel aus, auf die ihr schreibt, was ihr so besonders toll an eurer Mama findet. Dabei können euch natürlich auch eure Geschwister helfen. Ihr füllt euer Glas mit diesen Zetteln und auch mit kleinen Bildern oder bunten Herzen, wenn ihr wollt. Gerne könnt ihr auch noch ein paar Süßigkeiten mit hineinlegen. Nein, Dodo, nicht jetzt essen, sondern ins Glas damit bitte. Und fertig ist euer tolles Wunschglas für die beste Mama der Welt. Jetzt hat eure Mama für das ganze Jahr besondere Grüße von euch, die sie sich immer wieder angucken kann. Und nicht vergessen, das Glas auch immer wieder aufzufüllen. Viel Spaß beim Basteln, euer Dodo. Und jetzt bringen wir euch wieder ein bisschen richtiges Original-AIDA-Gefühl ins Wohnzimmer, und zwar aus dem Studio X zum Thema Game-Shows. Und eins sage ich euch, ich habe lange Fernsehen gemacht, wenn man da vorne steht, ist vieles, was zu Hause einfach aussieht, nicht mehr so einfach. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wer wird Millionär auf AIDA Nova live hier aus dem Studio X. Mein Name ist Günther Jauch. Kleiner Spaß, ich bin Olli Pocher. Das berühmte Zitat von John F. Kennedy lautet: Ich bin ein A. Präsident, B. Mensch, C. Berliner, D. Amerikaner. Also ihr wollt Schule haben, dann kriegt ihr natürlich Schule. Erik, bist du denn gerne zur Schule gegangen, oder? Ich gehe sehr lange zur Schule noch, ja. Also, du gehst immer noch zur Schule? Ja, ja, ja. Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Nein. Also theoretisch ist doch jede Antwort 25% bei dir gerade, oder? Ja, Berliner ist raus. Nimm den Publikumsjoker. Wie alt bist du denn? Wir sind beide Lehrer. Ach so. Du bist eine Tourismuskauffrau. Nein. Keine Worte, nur Geräusche. Wind. Wind. Tornado. Turbolader. Geschoss. Guck mich an wie ein Auto. Anstell den weiter mit. Ja, also, ist schwer. Also man muss dazu sagen. Ich darf mich ja nicht bewegen. Ich darf ja nur Geräusche machen. Du darfst nur Geräusche machen. Und wie macht ein Delfin? Oh. Also, der gibt ja nur so Piepslaute von sich. Ich weiß nicht, wie ein Delfin macht. Also wie ein toter Delfin macht, das weiß ich jetzt. Niesen. Schnupfen. Husten. Kopfschmerzen. Oh. Müdigkeit. Stern. Liebermannstraße. Stadtradio. Radio. Was hast du gesagt? Stern und? Ja, nee, war ein Tipp. Und irgendeine Straße? Ja. Ist da euer Radiosender oder? Das verstehe ich jetzt. Musst du nicht verstehen. Ja, aber wir wollen es ja alle verstehen, oder? Sag mal, gab es hier in der ersten Reihe Alkohol oder was ist hier los? Leute, Mensch, was ist denn hier los? Operation, weiter. Komm. Bei der Brust-OP fing er an zu stottern, hast du gemerkt? Wie soll ich das ohne Brust und ohne OP sagen? Brauchst halt eben von, wenn die Polizei dich kontrolliert, den? Führerschein. Mein, die kleinen Hosenscheißer sitzen auf einen. Kindersitz. Richtig. Ich fasse an ein. Lenkrad. Ja. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und, liebe Mütter, passt auf, sind auch ein paar Grüße dabei. Bis zur nächsten Woche und bleibt gesund. Hey Mutti, ich hab dich lieb. Hallo Mama, danke, dass du immer für mich da bist. Ich liebe dich. Auch wenn ich leider nicht da sein kann, ich wünsche dir einen wunderschönen Muttertag und ich hab dich lieb.
Mama, du bist die Beste. Und auch wenn wir uns nicht so oft sehen aus der Ferne, ich denke immer an dich und drück dich und küsse dich zum Muttertag. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hab dich lieb. Liebe Mama, ich hab dich ganz doll lieb.